In der neuen Werbung von Schweiz Tourismus gesellt sich Anni Hasewitz Roger Federer. Im zweiminütigen Clip bekommen sie zu spüren, niemand kann der Schweiz das Wasser reichen. Roger Federer sehen wir es öfter auf Plakaten und in TV-Werbungen, ist er doch ein Schweizer Idol. Doch in Kombination mit Hollywood-Star Anni Hasewey? Das hat niemand kommen sehen. Im neuen Spot von Schweiz Tourismus sitzen der Sportler und die Schauspielerin nebeneinander im Schnittraum und beklagen sich darüber, dass sie in all den Panoramaaufnahmen der Schweiz gar nicht zu sehen seien. Die Idee dahinter, niemand kann der Schweiz die Show stellen, nicht mal Hollywood-Stars. Anni Hasewey spricht in der Werbung gar ein paar Brocken Schweizerdeutsch. Eine Bemerkung des Regisseurs tut sie ab mit einem «Schon jetzt». Und auf Federers Aussage, dass sie zweite Wahl nach Meryl Streep gewesen sei, entfernt ihr eine Mist. Hasewey war sehr geduldig. Obwohl die Werbung den beiden nicht viel abverlangt, kann sich Federer bei ein paar Sätzen nur schlecht ein Schmunzeln verkneifen. Wohl immer wieder realisierend, dass er neben Anni Hasewey schauspielert. Die Arbeit mit der Oscar-Gewinnerin hat ihm viel Spass gemacht. Es war ein absolutes Privileg für mich, Zeit mit einem weltweiten Superstar wie Anni Hasewey zu verbringen. Ich war nervös angesichts ihres hohen schauspielerischen Niveaus. Aber sie gab mir viele Tipps und könnte nicht netter gewesen sein. Sie hat mir sehr geholfen und war auch sehr geduldig mit meinen Schauspielkünsten, sagt Federer. Zuvor schon viralen Hit mit Robert De Niro gelandet. Bereits vor einem Jahr sorgte Schweiz Tourismus mit einem Clip für Aufsehen, in dem Roger Federer mit Oscar-Gewinner Robert De Niro telefoniert. Der Schweizer kann De Niro partout nicht zur Teilnahme in einem Spielfilm über die Schweiz bewegen, weil er findet, dass die Schweiz einfach nicht dramatisch genug sei. Der Film wurde weltweit über 100 Millionen Mal angesehen.